bleiben oben, drehen die Hantel und machen ganz kleine, kurze Bewegungen. Kreisen. Anders. Ich hätte auch 0,5 nehmen sollen. Und lösen. Aufschütteln. Wir gehen nach vorne, ziehen ran. Denkt dran, hinten schön die Schulterblätter zusammen. Die Arme bleiben vorne, entgegengesetzte Kreise. Also ihr lauft beide nach innen. Andersrum. Und jetzt kleine kurze. Weil das der andere Farbe ist, habe ich gedacht, vielleicht hat er sogar aus Versehen 1,5 genommen, aber es ist auch nur ein Kilo. Die fühlen sich heute so schwer an heute Morgen und locker. Wir gehen so in die Hanteln rein, dass ihr einfach nur die Finger unter die Hanteln schiebt und wir pendeln hoch und runter. Wenn ihr hoch zieht, zieht ihr mit Kraft runter und dann lasst ihr die Arme schön locker runterfallen. Hoch, fallen lassen. Hoch, fallen. Richtig schön entspannt für die Schulter fallen lassen. Wir bleiben oben, kleine Kreise. Sieht gerade so aus, als wenn ihr Flugzeuge einweisen wollt. Andersrum. Und kleine kurze. Und du. Ausschütteln. Wieder richtig anfassen und über Kreuz nehmen. Beugen strecken. Wir bleiben oben, gehen nach rechts und links. Und langsam lösen. Wir machen kleine kurze Bewegungen unten. Bisschen schneller. Und lösen. Wir ziehen den Arm nach unten. Unter die Achsel. Lass bitte die Hand ganz locker umhängen, nicht so verdrehen. Nicht so. Hand. Nee! Die Hand locker unten hängen lassen. Einfach nur hängen lassen und nur den Ellbogen hochziehen. Nee, du machst immer so. So, ja. Ich habe dich doch gleich angeguckt. Echt, oder? Ja. Was soll ich auch so? Einfach, ihr sollt einfach nur den Arm hochziehen und die Hand hängen lassen. Die Hand macht gar nichts. Also nicht so die Hand einlegen. Ganz locker. Okay, mit dem Oberkörper nach vorne gehen, hinten leichtes Hohlkreuz
Und dann schön nach außen ziehen. Denk dran, hinten die Schulterblätter schön zusammenziehen. Stellt euch vor, ihr wollt da ein Blatt runterschieben. Einfach einklemmen da hinten das Blatt, so weit zusammen. Jetzt dreht ihr die Hände zueinander und wir gehen im rechten Winkel nach außen. Und auch hier die Schulterblätter immer noch hinten zusammenziehen. Hand nochmal drehen, jetzt ganz eng am Körper hochziehen. Da können wir jetzt auch mal die Hände nach innen drehen und nach oben aufziehen. Die Schulter zusammenführen und nach oben öffnen. Ne? Also die Hände richtig einmal ganz drehen. Dann merkt ihr gleich, ihr kommt mit den Schulterblättern viel weiter nach hinten, wenn ihr die Hände, wenn ihr nach hinten geht, öffnet. Ne? Also zudrehen, öffnen. Zudrehen, öffnen. Also kommt ihr viel weiter hinten mit den Schulterblättern zusammen. Jawohl, super. Jetzt gehen die Arme wechselseitig nach oben. Und Arme nach hinten. Schön Trizeps. Arme beugen und strecken. Schön eng am Körper bleiben. Aufrichten. Bizeps Curls. Nicht ganz unten die Arme durchhängen lassen, kurz vorher abbremsen, dass der Muskel gleich auf Spannung immer noch bleibt. Die Handeln wieder zwischen die Finger legen. Dann geht von unten links nach oben rechts und ihr guckt der Hantel hinterher. Ja, also das hier wirklich schön. Rund unten, der Rücken ist da ganz entspannt unten. Und dann nach oben lang ziehen und strecken, bis nach hinten durchziehen. Jawohl. Runter und öffnen. Okay, andere Seite. Wirklich dieses, bei manchen ist doch der Kopf viel zu angespannt. Der Kopf ist mit ganz unten ganz locker. Kopf unten locker, hoch, nachschauen. Sehr schön. Wenn wir jetzt hinten ins Hohlkreuz gehen, dann geht ihr bitte nur so weit, wie euer Rücken das zulässt. Nach hinten gehen, hier vorne die ganze vordere Faszienkette mal schön aufrollen, richtig lang ziehen
Und jetzt macht ihr euch wieder zu und lasst euch nochmal nach unten. Richtig entspannt, runter, Kopf hängt unten. Auf. Schön nach hinten ziehen und wie gesagt, jeder nur so weit, was er wirklich zulässt. Wenn das halt nur so geht, dann geht das nur so. Könnt ihr aber über die Arme noch ein bisschen forcieren. Ansonsten ein Stück weiter nach hinten und ein. Sehr gut. Jetzt arbeiten wir mit Körperspannung. Der ganze Oberkörper ist komplett gespannt. Die Schulter ist hinten, der Brustkorb ein bisschen rausgeschoben. Hier habt ihr ein leichtes Hohlkreuz. Ihr geht nach vorne, der Rücken bleibt die ganze Zeit gerade, auch wenn ihr die Hände unten habt. Normal ist, wenn man die Hände unten hat, dann fallen die Arme gerne runter. Nein, die bleiben da. Aufrichten. Und die Knie, wenn deine Knie das zulassen, sind durchgedrückt. Jetzt gehen wir an die hintere Faszienkette, dass die hinten dann nach unten gehen und hoch. Denkt dran. Alle gucken wie ich. Helga, auch wenn du einen Rundrücken hast, versuche mal da zu bleiben. Du brauchst nicht so tief runter. Einfach nur runter. Und wieder hochkommen. Weil wenn du tiefer gehst, geht dein Rücken, du hast ja eh einen Rundrücken. Und jetzt geht er dann noch automatisch dann noch runter. Ich will ja, dass die Muskeln auf Spannung bleiben. Die können alle loslegen. Ich gucke. Gut, bei dir auch. Nicht die Arme fallen lassen, wenn du unten bist. Versuch sie hinten zu lassen. Über Körperspannung arbeiten. Gisela, bei dir sind die Schulter auch unten. Versuch die mal hinten zu lassen. Mhm. Stopp. Gut. Genau so. Wenn du tiefer gehst, fallen sie runter. Besser? Weil es geht darum, wenn ihr viel lang seid, dann kommt ihr hier auch in die Dehnung. Das ist ja bei meistens das, was verkürzt ist. Oberschenkel, Rückseite. Und Po, das müsst ihr eigentlich spüren, wenn ihr runtergeht, dass es da zieht. Wenn nicht, ihr wisst ja, ich komme gerne helfen. In den Waden zieht es mehr. Bei dir zieht es bis zum Waden. Nee, bei mir sind die Waden mehr und gar nicht der Oberschenkel. Deswegen sage ich ja, dann ist es sogar so, dass du noch mehr verkürzt bist. Normal zieht das eigentlich nur hier. Oh. Wenn du aber richtig doll verkürzt bist, kann das bis zu den Waden runtergehen. Rücken schön gerade lassen, Sophie.